Oh, ihr Pferdenerds und herzlich willkommen zu einem neuen Ponyhof-Video. Dennis ist auch dabei, dem ist nur kalt. Die Sonne scheint, es ist wunderschön, aber es ist so 4 Grad oder so. Naja, vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber... Oh. Nee, gefühlt minus 2. Büromensch, ich bin das nicht so gewöhnt. Ja, wir stehen hier am Casus Knactus sozusagen. Weil alle, die das ganze Projekt schon länger verfolgen, wissen bestimmt noch, dass es ein Ding war oder immer noch ist, dass unser Haus hier, diese Flugbahn, die da, also einfach so eine Ecke abgeschnitten vom Haus, ne, da sollte die Grenze langlaufen von dem Grundstück. Das heißt also, hier auf der Seite war nicht mehr unser Grundstück und auf der Seite war noch Grundstück. Und das ist richtig, richtig blöd, wenn man bauen will. Weil man halt die Grundstücke, die müssen einem gehören, wenn man da etwas drauf bauen will. Genau. Und das kam, also diese Idee überhaupt, wie kommt man jetzt darauf, dass da die Grenze ist? Es gibt Kartenmaterial, was auch momentan immer noch online ist, in den Geoportalen und so weiter, da läuft das so. Ne? Da ist die Grenze und da steht halt das Kästchen, mit was das Haus symbolisiert, steht auf der Grenze. Auch noch leicht schief, aber das ist ja anders. Und unser Reitplatz, der ist auch. Und wir haben hier von dem Vorbesitzer auch so einen Zaun in der Gegenrichtung. Ich weiß nicht, ob Steffi euch das auch noch mal zeigen kann. Der hier so die Grenze vom Pferd. Achtung, Schwenk. Und das läuft halt auch hier so lang. Und wenn man das verlängert, wäre das halt auch ins Haus reingegangen. Genau in dieser Kante. Ja. Und deshalb war da die große Sorge, oh mein Gott, dann können wir hier ja nicht bauen. Oder nur mit dann wieder der Nachbar muss dann zustimmen und Eintragung und so weiter. Und deswegen hatten wir ja damals mal die Idee, wir kaufen hier ein Stückchen Wald. Was mittlerweile keiner mehr ist, damit die nicht aufs Haus fallen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Le Wald. Genau, und da ging das hin und her und dann hatten wir andere Prioritäten und meine erste Genehmigung und so weiter und so weiter und so weiter. Und jetzt wollen wir ja aber, wie ihr wisst, deswegen ja auch der Abriss jetzt auch beginnt, wollen wir im nächsten Jahr dann noch ein paar Dinge angehen und dafür brauchen wir einen amtlichen Lageplan. Einen amtlichen Lageplan und dafür hatten wir ein Grenzfestsetzungsverfahren? Ich glaube, Grenzfeststellungsverfahren. Feststellungsverfahren. Grenzfeststellungsverfahren. Genau. Ich kann nämlich nur sagen, für diesen amtlichen Lageplan braucht es eine amtliche Grenze. Ja. Und dafür hat es diesen amtlichen Feststellungstermin oder Grenzfeststellungstermin oder wie auch immer gegeben, den dann unsere Vermesserin ganz offiziell dann hier einzu eingeladen hat. Und wir waren dann überrascht. Es war an einem, ich glaube um 9 Uhr so, ne? An einem Tag, was auch nicht mehr so Donnerstag, war. Morgen 9 Uhr. Genau. Und erst waren wir recht allein und dann wurden es irgendwie immer mehr Menschen. Ja, es waren irgendwie dann letztendlich 10 Leute, die dann hier mit waren, die irgendwie an diesen Grenzen mehr oder weniger beteiligt waren. Und die Vermesserin mit einem fetten, fetten Ordner. Genau, fetten Ordner. Sie hat noch 2 Mitarbeiter dabei gehabt. Es kam jemand von der Gemeinde. Es kam noch jemand aus dem Dorf, der hier mal so Chef war von das Ganze. Und jetzt so ein bisschen in der Rente ist und sich immer noch kümmert, der eine Nachbarin noch begleitet hat. Und dann kam noch ein Nachbar und dann waren noch 2 hier mit eingeladen, die nicht kamen. Ja. Und wir waren ja auch noch zu 2, zu dritt, wie auch immer. Naja, war schon ein Trüppchen, was hier durch den Wald spaziert ist. So, aber jetzt ist so auch die ganz, ganz große Frage, gerade halt auch für euch. Was ist nu? Ne? Wollen wir mal zu einem der Steine mal gehen, weil wir haben insgesamt 3 Steine bekommen. Es gab nämlich keine. Die haben hier den ganzen Wald umgegraben, keine Steine gefunden. Genau, das machen wir gleich. Aber ich will noch eine Sache kurz erzählen. Weil wir hatten ja überlegt, das zu kaufen. Dann sind wir aber davon abgekommen tatsächlich, weil nämlich das, was die Vermesserin damals hier schon gemessen haben, die haben ja nämlich die Grenzsteine gesucht und keine gefunden. Also die sind hier über Tage verzweifelt mit ihrem Spaten und den Gummistiefeln durch die Gegend gelaufen. Das war ein bisschen traurig. Haben Stücke des Waldes umgegraben und haben keine Steine gefunden. Und mit den alten Karten und so weiter sind sie damals schon zu der Vermutung gekommen, unser Grundstück, die Grenze liegt viel weiter nach da. Also nicht nur so einen halben Meter, sondern mehr. Und das war jetzt auch die Basis von dem Termin. Also das war die Hoffnung, aber wir wussten jetzt ja immer nur noch nicht, was ist. Genau, ne? So. Und jetzt haben wir... Steine im Wald. Wir haben Steine im Wald. Wir gehen jetzt mal nach den Steinen gucken und dann gucken wir uns mal, wo die Grenze so lang läuft. Und was das vor allen Dingen bedeutet für den Hof. Also Attacke. Guck mal mit. So, okay, also hier ist die vermutete Grenze zuerst, was wir zuerst dachten. Ne? Ne? Hier ist auch unser Trail, ne? Hier sind unsere Ponys, die trinken gerade und streiten sich ums Trinken. So, okay, Dennis, dann zeig doch mal, wo ist denn jetzt unser Stein? Also, ich zeig euch das, genau. Ich mach mal Schritte, das sind Dennis-Schritte, aber es könnten so 1 Meter sein. 1, 2, 3, 4, 5. Da ist der Stein. Da ist der Stein. Einfach 5 Meter mehr.
5 Meter mehr Unstück an dieser Stelle. Ja. Mal gucken, so eine schöne Farbe. Pink! Nee, kann ich nicht. Wie soll ich da hinkommen? Ja, hier so. Hui! Da. Das ist der Grenzstein. Und das sind hier tatsächlich 5 Meter mehr. Und das gehört uns ja alles. Wir sind ein bisschen sehr gerümpelig, aber. Steffi weint, weil, nein, aber wir haben ja jetzt gerade so in den letzten Jahren und so weiter hier halt viel ausgeräumt, viel bereinigt und gemacht und getan und alles so neben allem anderen. Und wenn ich dann jetzt so, das gehört uns alles, aber das ist rümpelig, bin ich so, nein. Du, ganz ehrlich, das ist wunderbar, viel auch altes Holz und ja, es ist wunderschön. Und so weiter. Eigentlich ist es wunderschön. Also mal abgesehen davon, dass es gar nicht hässlich aussieht so sehr, kann man hier das auch freiräumen, Aktionen. Also wir wollen ja eventuell unseren Zaun hier auch verlängern. Am anderen Ende hat sich das auch überall verschoben gegenüber den bisherigen Annahmen. Ja. Und das zeigen wir euch jetzt mal. Also ich glaube, wir fangen dann doch mal mit dem Haus an und dann gehen wir auch noch mal ganz ans andere Ende ins Dorf. Ich glaube, da waren wir noch gar nicht so oft. Ja, okay. Das machen wir mal. So. Weil es ist super lustig, also freut euch drauf. Ui. Oh. Dennis springt weg. Hier ist unser zweiter Grenzstein. Ja, mitten in der Pampa. Mitten im irgendwie nirgendwo. Genau. So. Okay, nee, aber natürlich ist es ja Teil unserer Grenze. Also einmal da, das wäre nochmal cool, wenn man da das irgendwann mal übernehmen könnte, aber das mal anderes Thema. Und da in die Richtung Wald. Genau. Lol. Und auch hier. Hat jemand, der Probesitzer hatte hier schon so einen Zaun hingesetzt. Du musst rufen. Hallo. Da ist der Zaun. Jetzt geh mal in etwa dahin, wo wahrscheinlich die äußere Grenze lang führt. Also, seid ihr? Ja. Guck, wink mal. Also, wenn das hier einigermaßen stimmt, der Verlauf sind es auch wieder 4 Meter. Such den Dennis. Doch noch erstaunlich viele Bäume. Schreibt mal in die Kommentare, was ist eigentlich mit Dennis? Ja, toll. Dennis schleicht im Wald rum. Na so, genau. Und jetzt müssen wir uns hier mal einmal anschauen natürlich, was ist hier mit der Grenze. So, jetzt schauen wir mal Richtung Häuschen. Also, hallo Dennis! Wo ist der Dennis? Ja, doch, das kommt hin. Ja, ich denke auch. Also, da hinten gibt es so einen krummen Baum. Krummer? Wie man das Haus so sieht. Das müsste in etwa der von der Grenze da hinten sein. Krummer Baum? Sagt mal, ob ihr einen krummen Baum seht. Keine Ahnung. Genau. Und das heißt aber, wir haben die 3 Meter. Juhu! Sehr wahrscheinlich reicht das aus. Das wird nicht scharf, egal. Ja. So, aber was heißt das jetzt für die Ponys, Dennis? Für die Ponys? Ja. Weiß ich nicht, für die Ponys heißt das mit dem Haus ja gar nichts. Ja. Aber wir müssen noch zu den Ponys gucken, meinst du? Ja. Ja, naja, kommt mit. So, Dennis, wir sind jetzt hier bei einem Grenzstein. Wo zur Hölle sind wir? Das ist der dritte. Du hast gesagt, 3 Steine gesetzt worden für eine gerade Linie, die in der Mitte einen leichten Knick hat. Wir wissen gar nicht, in welche Richtung und ohne Richtung hat sie geknickt. Das liegt doch daran, dass da die andere Flur irgendwie bis hier rankommt. Und es gab auch in diesem Termin so eine Diskussion von denen, die sich da hier die so ein bisschen Verantwortung haben und gesagt haben, naja, aber das darf sich ja nicht alles verschieben, nicht, dass dann da 5000 Quadratmeter mehr oder weniger irgendwo sind und so weiter. Und die Vermesser haben gesagt, nee, alles okay, nur die hier ist halt falsch. Ja. Also die gelebte Grenze entsprach nicht dem Kartenmaterial und dem, was sie sich hier auch zusammengemessen haben. Und das ist jetzt halt dadurch bereinigt. Ja. Zeigen euch mal hier die Relationen. Das sind hier, ich gehe mal auf meine Dennis-Schritte. 3,2 Meter. 3,2 Meter. Auch hier die Grenze zu weit auf unserem Grundstück. Ist nicht so weit, wie ihr erinnert euch im Wald, die 5. Mhm. Sind so 3,5 dann. Aber trotzdem, wenn ihr hier mal in diese Richtung schaut, diese schöne Baumgruppe, die ja ohnehin bei uns schon drauf stand, aber daneben ist wie so ein Trailpfad. Der ist übrig. Wir hatten ja eigentlich schon immer darauf Platz, ja, spekuliert, dass wir da die Pferde auch langführen können, damit sie an den Bäumen auf der Seite lang können, damit auch nochmal eine Schattenstelle natürliche ist, eine windgeschützte Stelle.
Und genau das können wir tun. Also wir können hier unseren schönen Zaun, den ihr hier seht, können wir noch verlängern, die 3 Meter, und können die dann hier so lang führen und dann können wir die Fläche für die Pferde hier ein Stück größer machen. Ja, richtig, richtig cool. Und wir können vor allen Dingen halt diese Baumgruppe, ihr seht ja, dass die Pferde da aktuell nicht lang können, ne? Also das ist ja da abgespannt. Aber die können wir dann noch mit integrieren, als Schattenspender, als Kratzbäume, wie auch immer. Das finde ich richtig super. Das heißt also, für die Pferde wird es noch mal cooler, alles. Und da seht ihr auch noch mal, da ist das Haus, das ist die ursprüngliche Grenze. Und es ist halt noch sehr viel Platz. Ja. Ja. Wir haben jetzt also eine Grenze. Endlich. Also ja, also ich glaube irgendwie, naja, so Fristen ablaufen und Widerspruchsmöglichkeiten und bla bla bla, das müssen wir jetzt noch abwarten. Aber genau. Prinzipiell waren ja jetzt alle soweit damit einverstanden, die da waren. Nur genau. War. Genau. Gut. Und dann gibt es hoffentlich auch irgendwann in den nächsten 3 Monaten oder so einen amtlichen Lageplan. Und dann können wir Bauanträge stellen, wenn wir wollen. Toll, genau, das ist nach das 5 Jahren. Also wir sind das ist ein bisschen gemacht, das stimmt schon. Jetzt an diesem Tag, wo das Video online kommt, und damit setze ich mich selber unter Druck, das zu schneiden. Also heute am 13.11. wird die Ranch nämlich 5 Jahre alt. Also schreibt mir gerne Happy Birthday unten in die Kommentare rein. Dann sehen wir auch, wer bis zum Ende geguckt hat. Ja, genau, genau, genau. Und auch noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Nämlich, ich bin heute Abend am 13.11. bei der ARD auf Twitch zu einem Talk mit eingeladen zum Thema Ist Reiten Tierquälerei. Also, wenn ihr das jetzt gerade live noch schaut, dann schaut gerne heute Abend, wie gesagt, auf dem ARD-Twitch-Kanal vorbei. Zum Mixtalk heißt das Format. Genau. Wir sind sehr gespannt. Ich auch. Bin sehr gespannt. Eieiei. Also dann, ich hoffe, wir sehen uns da. Ne? Und mal sehen, wie es weitergeht mit dem Ponyhof. Trainingstagebuch hast du nicht so möglicherweise eins dabei. So, noch mal in die Kamera. Das ist ja schön, wenn ich das jetzt so, ich habe kein Trainingstagebuch dabei. Ja, aber das wisst ihr wahrscheinlich schon über die anderen Kanäle von ihr. Guckt mal rein, wenn euch das interessiert. Ja, das ist sehr cool. Genau. Und wir hoffen euch dann demnächst über die Fortschritte beim Abriss auch berichten zu können. Aber da hat erst bis jetzt ein bisschen wenig angefangen. Aber da geht es dann weiter mit Ponyhof-Updates. Das nächste Ponyhof-Video könnt ihr euch drauf freuen. Da wird abgerissen. Reißt die Hütte. Ne, egal, vergiss es. Also dann, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.